Damit hallo und herzlich willkommen bei Dani27TV. Ja, zu einer Runde Minecraft. Fünf Dinge, die du vielleicht auch Lust hast, mal nachzubauen. Wir fangen einfach mal mit dem einfachsten hier drüben an. Ihr seht es hier aber schon, so einen schönen Schneemann. Dazu brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Das Einzige, was wir eigentlich brauchen, ist Schnee. Na, willst du wohl runterkommen? Genau, das Einzige, was wir eigentlich brauchen, ist Schnee und einen wunderschönen Kürbis, den wir dann mit einer Schere einmal reinschneiden werden. Ich zeige euch das natürlich auch gerne nochmal. Wir nehmen einen Kürbis. Jetzt müssen wir natürlich noch die Schere holen. Die haben wir hier. Bauen uns hier noch ein kleines Gehege mal davor, dass er uns jetzt hier noch nicht wild herumflitzt. So, dann setzen wir den Kürbis. Oha, das geht auch so. Läuft. Also normalerweise müsst ihr den Kürbis nehmen und müsst dann hier so ein Gesicht reinschneiden. Aber ihr seht es, das ging schon ratzifatzi. Und ja, auf so einer Schneemap finde ich das irgendwie hat irgendwas. Ne? Also wer so ein bisschen Leben auf seine Karte bringen will, finde ich das eine super Sache. Mit den großen warten wir natürlich noch ein bisschen. Hier haben wir zwei verschiedene Wasserspender. Bei den einen ist hier unten Wasser drin und ein Spender, den zeige ich euch von hier hinten. Da haben wir leere Glasflaschen drin. Ja, machen wir dazu. Und bei dem Spender, das wollte man natürlich nicht. Bei dem Spender gehen wir einfach her und können sagen, hier, wir möchten da jetzt dann schon fertige Flaschen drin haben. Schauen her. Da geht sogar die Klappe süß auf. Nice. Und hier kommt dann auch raus. Bei dem ist es natürlich interessanter, wenn man das Ganze. Wo ist er hin? Verstehen. Wir verstehen. Also ihr müsst, kleiner Vorführeffekt jetzt, ne, am Rande. So. Und wenn ihr jetzt das Knöpfchen drückt, voilà. Dann können wir den auch, glaube ich, wieder ein. Jawohl. Vorsetzen. Mit der Falltür klappt das Ganze nicht. Ihr seht, es kommt eine leere Glasflasche raus. Also empfehle ich euch, baut einfach den hier. Und das ist eine super Sache, so ein kleiner Wasserspender. Passt gut in Freizeitparks. Und bei dem Ganzen hier werden wir noch was ausprobieren. Aber wir bauen ihn natürlich jetzt auch. Ausrüstblock, Spender. Ich möchte gleich einfach was ausprobieren. So, also wir nehmen mal die Materialien raus. Zuerst bauen wir hier ein Loch. Packen den Spender rein. So, natürlich müssen wir jetzt hergehen. Voilà. Hier so hin. Ja, müsst ihr runter sneaken. Dann gehen wir wieder nach oben. Packen eine Glasscheibe drauf. So ein schönes blaues. Das sieht aus wie Wasser. Hoppala. So. Den Knopf. Dann hatten wir das ja schon soweit fertig. Ja? So. Natürlich müssen wir das Ganze jetzt auch noch befüllen. Voila. Flasche rein. Und zack. Kommt die Flasche raus. Das war eigentlich schon der ganze Trick an der ganzen Geschichte. Aber wir wollen jetzt ja nochmal etwas anderes ausprobieren. Wir gehen her. Nehmen den da. Weil ich hatte den nämlich auch schon anders hergebaut. Und ich weiß, dass er eigentlich auch anders funktioniert.
das macht er jetzt nicht. Nehmen wir nochmal den Spender. Sneaken einmal nach unten. Bauen mal kurz den Knopf drauf. Und ja, jetzt ist die Wasserflasche hier. Also ihr müsst auf jeden Fall komplett alles voll haben. Und dann funktioniert das auch. Ist eine coole Sache, so für Freizeitparks, finde ich eine hübsche Idee. Ja, um einen schönen großen Tisch zu bekommen, hätten wir dann noch hier so eine richtig schöne, feine Idee. Dazu gehen wir her, machen ein Loch hier hin, ein Loch hier hin. Packen hier unten eine Redstone-Fackel hin, nehmen einen Haftkolben, plups, sind wir schon. Ja, und dann gehen wir einfach her und je nachdem, wie groß wir den Tisch haben wollen, baut ihr einfach, pala, hier Falltüren dran. Um das Ganze natürlich dann schön aussehen zu lassen, könnt ihr ja noch Teppich herum machen. Könnt natürlich auch hier anstatt den Teppich vorher irgendwie ein Holz rumherum machen, dann sieht das Ganze auch viel netter aus, finde ich, wenn er hergeht und machen wir natürlich auch einfach mal schnell. Aber wie gesagt, das ist ja auch wieder jedem selbst überlassen, wie er das gestalten möchte. So. Jetzt könnt ihr immer noch den Teppich drüber packen und schon sieht das hier unten drunter schon viel angenehmer und schöner aus. Ja, dann fehlen natürlich nur noch die Stühle. Danke. Und ja, fertig ist euer schöner großer Esstisch. Hat was auf jeden Fall richtig nice und einfach gebaut. So, jetzt kommen wir natürlich zu den anspruchsvolleren Sachen. Ja, wer kennt es? Eine schöne große Wohnwand, schönes Bild. Und ja, wenn man die Freunde noch so ein bisschen beeindrucken will und sagt, haha Jungs, guck mal, hier fährt mein Sideboard raus. Könnt ihr mal schauen hier. Ja, draufstellen könnt ihr da leider halt nichts, weil es natürlich nicht kleben bleibt hier oben. Na, ist auch ganz einfach gebaut. Wir gehen her. Nehmen Haftkolben. Da, 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 da. So. Zuerst werden wir 1, 2. So. Natürlich. Zack. Und zack. So, jawohl, haben wir. Perfekt. Dann legen wir Redstone hier rüber. Das war schon der größte Clou. Zack, zack. Hier auf die Seite stellt ihr euren Hebel hin und schon fährt das Ganze nach oben. So, aber wir wollen ja unsere Freunde ja auch beeindrucken, indem das Ganze hier voilà, hübsch aussieht. So, dann nehmen wir hier unser Bild. Ah, ich finde mal das echt schön. Und dann können wir das hier natürlich noch gestalten, wie wir möchten. Und können unsere Freunde beeindrucken mit einem ja, selbstfahrenden Sideboard, was sich nach oben fährt. Viele fragen sich ja immer, ja, wie machen die das? Wie fahren die mit ihren Aufzügen oder wie kann man einen Aufzug bauen? Das ist eigentlich ganz einfach. Zack, einmal nach oben gefahren und hier fahren wir nach unten. Dazu brauchen wir, könnt ihr natürlich jetzt auch wieder nehmen, was ihr möchtet. Ich nehme jetzt Glas, damit ihr seht, wie wir das Ganze jetzt hier schöner bauen. So, dann gehen wir einfach her, bauen hier einmal
da den Seelensand rein und hier bauen wir den Magma-Block rein. Dann bauen wir einmal hier Glas herum. Zack, 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 zack. Das haben wir gemacht. Damit das Wasser hier unten natürlich nicht rausfließt. Hoppala, Entschuldigung. Setzen wir hier Türen rein. Ihr könnt, wenn ihr das in den Türen nicht machen wollt, könnt ihr natürlich auch Schilder nehmen, die ihr auf eine Seite platziert. So. Und hier ist jetzt der Clou, hier machen wir zu. Und ihr könnt das so hoch wie möglich bauen, wie ihr das gerade braucht. Ja, wir bauen ihn jetzt mal nicht ganz so hoch. Na, wirst du wohl. So. Perfekt. Hier könnt ihr wieder eine Tür reinsetzen, wenn ihr das mögt. Beim Magma-Block reicht es einfach, wenn ihr das so macht. Und bei dem... Bist du doof? Ja, bei dem Seelensand merkt ihr schon, ihr müsst auf jeden Fall jedes einzeln andrücken. So. Also, Magma-Block ist abwärts. Und mit Seelensand kommt ihr nach oben. Ah, okay, es hat geregnet. Deswegen sind die weg. Ihr seht, es ist nicht schwer zu bauen. Es geht eigentlich alles recht einfach. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Däumchen da. Schreibt was in die Kommentare, ob ihr das Ganze auch bauen würdet. Und wenn es ihr auch gebaut habt, könnt ihr natürlich gerne mal auf Instagram bei mir vorbeischauen und mir mal ein Screenshot schicken, wie ihr das vielleicht umgesetzt habt. Würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Und ich sage danke fürs Reinschalten, euer Dani. Ciao, ciao.